Sonderförderbedarf auch beschulen würden? Grundsätzlich erstmal ja. Zum Ende des Gesprächs war dann die Frage, welche Sonderförderbedarf mein Kind denn hätte. Ich habe gesagt, wir hätten Down-Syndrom. Daraufhin war Schweigen in der Leitung und eine Stunde später habe ich einen Rückruf bekommen, der leider nur noch meinen AB erreicht hat. Also mit Down-Syndrom würden da nicht angenommen an der Schule. Er hat mir dann eine andere integrative Schule, die dann auch noch relativ nah bei uns ist, benannt. Mit der bin ich auch in Kontakt, da könnten wir auch hin. Aber ich fände es halt schön, wenn so Fußball wieder auf die Schule gehen könnte, wie alle anderen Kinder aus der Nachbarschaft halt auch, wie auch meine zweite Tochter die gleiche Schule besuchen würde. Und also diese pauschale Absage habe ich jetzt erstmal gerade dann doch mal nicht mehr so akzeptieren können, weil ich war noch nicht so forsch, da weiter nachzudrängen, weil ich erstmal gesagt habe, mach dich erstmal nochmal schlau. Ja. Also an der Stelle lohnt es, in die Konvention selber zu gucken. Ja. Da wird nämlich tatsächlich gesagt, dass das wohnbereichsnah sein soll, was ja den Kindern angeboten wird. Aber an den Beispielen wird zugleich deutlich, was wir beim letzten Mal auch besprochen haben. Dass dieses Recht haben interessant ist, man vielleicht auch manches dann durchdrücken kann. Wenn man aber eine Schule hat, wo einem jetzt vom Kind aus gesehen das Gefühl entgegenkommt, das wird er nicht mit offenen Armen empfangen, dann würde ich immer auch darüber nachdenken, ob nicht eine Schule, die immerhin noch in erreichbarer Nähe ist, nicht dann fürs Kind die bessere Alternative wäre. Aber das ist jetzt sozusagen ganz abseits der Rechtssituation, ganz praktisch gedacht, weil man eben sehen muss, solange die Schulen nicht wirklich, Anführungsstriche, umgerüstet sind, solange muss man sagen, dieses Recht kann für die Kinder ganz heikel werden, wenn man das durchdrückt und dann aber die Voraussetzungen nicht da sind. Ich habe also Beispiele quer durch die Republik, wo man einfach sehen muss, da haben sich mutige Eltern dran gemacht und das durchgekämpft. Das kann für Kinder ein Leidensweg werden. Und da muss man jetzt einfach gucken, dass die Rechte, die auf dem Papier stehen. Aber grundsätzlich dieses pauschale Ablehnen, was mir da passiert ist, ist nicht in Ordnung. Also ich glaube, ich denke, ohne das Kind mal gewahrt zu werden, das Kind zu Gesicht zu bekommen oder irgendeine Rücksprache mit anderen für das Kind zuständige Pädagogen zu nehmen, kann man ja nicht sagen, machen wir nicht. Und da muss man ja sagen, es gibt ja nun Behinderungen sehr unterschiedlicher Art. Eben. Und man muss gerade sagen, also das könnte ich hier, wir kommen ja hier aus der Windrader Talschule in Langenberg und haben ganz konkrete Erfahrungen damit und gerade diese Kinder mit Down-Syndrom, die sind ja nun gerade sehr sozialverträglich, nicht? In aller Regel jedenfalls, und von daher würde ich immer sagen, das kann man durchstehen. Also vielleicht nochmal, um das zu ergänzen, das ist unserer Wahrnehmung nach doch sehr regional unterschiedlich auch. Also es gibt durchaus Kreise, ich war jetzt vom Schulrat im Kreis Recklinghausen, wo inzwischen zumindest im Primarstufenbereich doch die Tendenz dahin geht, auch zu sagen, da sollen eigentlich alle Grundschulen mitmachen und dann auch in solchen Fällen, wo eine einzelne Grundschule angefragt wird, auch bei einem Kind mit Down-Syndrom, würde der Schulrat sagen, doch, das machen wir möglich und da versuchen wir die Bedingungen zu schaffen. Ich weiß aber auch aus anderen Kreisen, dass es da offenbar noch ganz massive Probleme gibt. Also es hat wohl doch sehr stark damit zu tun, wo man gerade ist in Nordrhein-Westfalen. Ich würde in dem Fall jetzt auf jeden Fall nochmal ein Gespräch mit dem Schulrat zu dem Sachverhalt sprechen, weil der oft dann auch nochmal mit anderen Argumenten auch gegenüber der Schule, also jetzt nicht nur mit der Keule als Argument, sondern durchaus auch mit inhaltlichen Argumenten und mit Ressourcen argumentieren kann. Und vielleicht ist das für die Schule auch schon ein Aspekt, der da nochmal ein Umdenken heranbringt, ohne dass man da gleich sagen muss, wir üben jetzt Druck auf die Schule aus, weil das ja in der Tat, so wie Herr Eichholz auch gerade sagte, oftmals ein Problem ist. Wie müssen denn diese Bedingungen